Für mich heißt Abenteuer einfach das Gegenteil von Stillstand. Stillstand ist, wenn man sich in der Komfortzone befindet und sich nichts mehr ändert. So, genug Bilder geschaut, jetzt geht's zur Sache. Die richtig schönen Bilder gibt's sowieso erst zu sehen, wenn das Projekt erfolgreich war. Ich bin Hansen und ich bin Paul. Zusammen sind wir Höppner und Höppner, die Abenteuerzwillinge. Das ist Urmel. Urmel ist unser selbstgebautes, pedalbetriebenes Amphibienfahrzeug, mit dem wir vorhaben, 2018 einmal quer durch Alaska zu fahren. Wir wollen einmal von ganz im Süden von Alaska bis ganz in den Norden, 4000 Kilometer von den Aleuten bis nach Prudhoe Bay. Alles Offroad ohne Straße, über Stock und Stein, über Flüsse und letztendlich natürlich auch durch Schnee und Eis. Und dafür brauchen wir natürlich Urmel. Und für Urmel brauchen wir eure Hilfe, weil, um ehrlich zu sein, Urmel existiert bisher nur als 3D-Modell. Das stimmt nicht ganz. Wir haben nämlich mittlerweile tatsächlich schon ein 1:10 Modell gebaut, um den Antrieb oder das Fahrwerk zu testen, unsere Tri-Wheel-Konstruktion zu testen. Und das wollen wir euch jetzt hier mal kurz demonstrieren. Ja, stimmt schon. Das scheint ziemlich verrückt zu sein, aber wir werden es trotzdem versuchen. Und mit Urmel schaffen wir das auch. Und was Urmel alles kann, das zeigen wir euch jetzt mal. Urmel soll für uns ja nicht nur für 6 Monate zu Hause sein, sondern uns auch wirklich überall lang bringen. Und dafür brauchen wir diese Mechanical Tri-Wheels. Und weil das Ganze ja aus eigener Kraft geschehen soll, also pedalbetrieben, muss es natürlich leicht sein. Da kann man zusätzlich noch eine Art Netzkette drumherum spannen, dann kann man auch auf weichen Untergründen wie Schnee oder Schlamm fahren. Der Rumpf ist im Grunde genommen das, was natürlich Urmel im Wasser auch über Wasser hält, soll ja ein Amphibienfahrzeug sein. Den kann man abends oder nachts runterlassen, dann ergibt sich zwischen Rumpf und der Fahrerkabine eine sichere Schlafmöglichkeit. Den Rumpf kann man natürlich auch komplett abmachen und getrennt als Boot verwenden. Wenn man den komplett abmacht, sieht Urmel so aus. Hier hat man dann eine extreme Bodenfreiheit, natürlich kein Gepäck mehr dabei, was es einem zum Beispiel ermöglicht, Erkundungstouren zu machen. Die extreme Geländegängigkeit sieht man hier mal von dem Fahrwerk von Urmel. Durch diese Parallelschwingen kann man eben bis zu 1,40 Meter Federweg haben. Huch, da ruft nichts an.
heute an die theoretische Höhe rangekommen. Wie war's? Alter Schwede, ey. Also vor allem unser Konzept funktioniert wirklich, ne? Also, ich glaube, das ist wirklich das Highlight. Ja. Also da sind unsere scheiß 6 Paletten scheiß. Ne? Dann hat er einen Flex-Sparen reinbekommen. Geht's jetzt besser? Nee, das ist noch schlechter. Sieht doch echt beschissen aus. Danke. Fröhlichen 1. Mai von unserer Seite. Leise rieselt der Backstein. Unser erster Vlog heute. Wir haben echt so tausende von Sachen zu berichten, so 100.000 geile Sachen. Dies ist das Gefährt hier übrigens, mit dem wir nach Alaska fahren werden. Also dieses Teil wollen wir fertig bauen in den nächsten Wochen und Monaten hier in dieser Werkstatt. Das Tri-Wheel zu dem Gefährt, was wir jetzt komplett neu entwickelt haben, das werden wir jetzt hier in den nächsten 2 Tagen komplett fertig bauen. Und das seht ihr heute in unserem Vlog. Paul sagt, dass ich verfressen bin, aber ich sehe das anders. Stück Schokolade. Haben wir die Teile eigentlich alle? Die Tri-Wheels? Wir brauchen auch die ganzen Rohre, die wir vom Gemmel geholt haben. Die müssen alle ineinander passen, das heißt, die müssen wir jetzt alle auf die richtige Länge sägen, abdrehen. Okay, Hans hat anscheinend den besseren Überblick, was zu tun ist. Ich zeige euch mal ganz kurz, bevor das hier ausartet, zeige ich mal ganz kurz, wie diese wassergestrahlten Teile aussehen. Der Wasserstrahlschnitt ist eine Technologie, wo mit Wasser, Aluminium bis zu, haltet euch fest, 30 cm Dicke geschnitten werden kann. Das heißt, Stahl bis zu 30 cm. Da machen wir mal einen Beitrag zu, weil es eine super spannende Technik ist. Das hier ist ein Teil zum Beispiel, was mit Wasserstrahl geschnitten wurde. Na? Da sieht man schon, es ist richtig, richtig hochpräzise. Ich glaube auf den 100. oder sogar 1000. Millimeter genau. Ich habe es gerade nicht genau im Kopf. So, dann suchen wir jetzt mal die Teile für ein Tri-Wheel zusammen, Hans, als erstes, oder? Was meinst du? Lass mal hier drüben auf dem Boden alles sammeln. Sind das alle Teile? Sind alle Teile, ja. Das Ding wird jetzt gleich zusammengeschweißt. Schweißen ist richtig meditativ, muss ich sagen. Wenn man so eine schöne Schweißnaht hingelegt hat, dann fühlt sich das echt an, wie so... Man ist danach auf jeden Fall geerdet. Also, kann ich ja jedem empfehlen. Schweißkurs machen, Schweißen lernen. Hammer, Hammer Sache. So. Hansen redet sich im Kopf und Kragen. Er hat was verpeilt. Deswegen ich jetzt nochmal zu Gemmelmetalle düse. Mach mal Platz. Und Hab's verkackt. Ja, Achtung. Es wird auf jeden Fall eine Nachtschicht heute. Ja. Wisst ihr, was ist jetzt schon passiert? Die Seitenbleche sind zusammengefügt zu den Seitengabeln. Aber bis das Teil jetzt wirklich fertig ist, gibt's noch einige Arbeitsschritte. Im Grunde genommen geht's um Schublechverstärkung anschweißen. Inneres Achsrohr ausschleifen. Wollt ihr wirklich noch mehr sehen? Nee. Nee. Wir hatten ja vorhin eine Zeitkalkulation gemacht. Ergebnis waren 18 Stunden. Zeit haben wir insgesamt 12. Das heißt, wir müssen irgendwie 6 Stunden aufholen. Machen wir mit dieser schwarzen Plörre namens Kaffee. Ich glaube, mehr als Plörre kann man es hier in der Werkstatt auch echt nicht nennen. So ein richtig schöner Filterkaffee, ne, aus einer dreckigen Werkstattecke. Immer, immer, wenn man in der Werkstatt Milch in den Kaffee gießt, immer, immer, immer den Geruchscheck. So, wir haben einen Fortschritt zu verzeichnen. Alle Hauptachsen und alle Schuhachsen
Ist euch allen klar, was Schuhachsen sind? Das sind auch alles Begriffe, die wir so selber für uns erfinden. Also das sind keine Fachbegriffe, muss man dazu sagen. Es gibt sicher irgendwo eine Schuhachse, aber wahrscheinlich weil eher... Weil es ja ein Laufrad ist, was sowohl rollen als auch laufen kann, ist es ja logisch, dass es auch Schuhe hat, ja, oder? Ja. Also ja, eigentlich schon. Insofern gibt es Schuhachsen und Hauptachsen und die abgesägten... wir lassen das und ich zeige euch einfach, was wir gemacht haben. Es klemmt alles ein bisschen, aber genauso gehört sich das ja auch. So, zack. Das Gegenstück drauf. That's the magic. So dreht sich das Ganze dann. Sieht hammer aus, Hansen. Es folgt eine kleine Quizfrage für euch, die wir in den Kommentaren später auflösen werden. Was schätzt ihr, wiegt dieses Teil? Gewinnt irgendjemand was, Hansen? Die Angabe, die am nächsten dran liegt, gewinnt ein Buch von uns. Das widmen wir dir dann natürlich gerne auch noch. Toll. Hm? Schutzbrille. Safety first, ne? Da muss der große Bruder halt wirklich noch auf den kleinen Bruder aufpassen. Und wunderschöne Musik im Hintergrund. Das braucht man in einer Werkstatt. Ohne Tageslicht muss man sich die Sonnenstrahlen durch Klassiker reinholen. Naja, also jetzt zumindest Paul beim Schweißen, unser selbsternannter Schweißmeister. Ne, bei weitem nicht. Wir haben das mal ganz grob gelernt und Paul kann das, was wir können müssen. Und das macht er ganz gut. Es ist, wie Uhr haben wir? 11. Wir sind gut vorwärts gekommen. Wir glauben, heute noch fertig zu werden mit dem ersten Tri-Wheel, sodass wir euch mal zeigen können, wie das ganze Teil funktioniert. Also ich schätze mal, bis um 1 oder so werden wir auf jeden Fall brauchen. Aber dann ist dieser gigantische erste Moment da, wo die einzelnen Schuhe, die einzelnen Schuhe synchronisiert sich in diesem Tri-Wheel drehen und wir einmal dran wackeln können, gucken, wie stabil es ist und das Ding einfach mal in der Hand haben als ein Ganzes. Ja. Das wird geil. Das ist auf jeden Fall und so ein bisschen Proof of Concept, also zu wissen, das ganze Teil ist keine Schwachsinnsidee, sondern es funktioniert. Und wir haben keine groben Denkfehler drin. Das ist auch mega wichtig, weil das so komplex ist. Bisher ist es keiner aufgefallen und wir hoffen natürlich, dass es in den nächsten Stunden so bleibt. Was ich hier mache, ist, ich entgrate die Löcher für die Schuhquerrohre, damit die Gummitüllen besser flutschen. Immer alles ziemlich viele Aufgaben auf einmal. Es sind immer sehr viele Bauteile, die sich wiederholen. Insgesamt haben wir, glaube ich, so zum Teil 120 Teile, die wir insgesamt bei Ormel wiederholt produzieren müssen. Aber genau wie Pepper der Straßenfeger es sagt, man muss halt einfach Schritt für Schritt vorgehen. Es ist 20 vor 1. Mal wieder haben wir uns, glaube ich, ein bisschen verschätzt in dem Aufwand. Es mag ein bisschen wahnsinnig wirken, jetzt noch weiterzumachen, aber wir sind kurz davor, es zu schaffen. Und deswegen werde ich hundertprozentig heute nicht schlafen gehen, bevor dieses Ding am Fahrzeug montiert ist und man es drehen kann und sehen kann, wie geil das aussieht. Also, wir haben jetzt irgendwie 2 Uhr nachts. Wir sind nicht fertig geworden. Wer hätte das gedacht? Höppner Zeitplanung eben. Aber wir sind relativ weit gekommen und ich finde, das sieht schon ziemlich geil aus so. Also ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht so nachvollziehbar, warum wir uns darüber freuen so sehr. Aber wie unser Stiefvater sagen würde, also für mich ist das gerade Poesie in Bewegung. Das ist wie so ein Tanz, wenn die Teile alle so interagieren und... Oh. So, dass Hansen gearbeitet hat, sieht man auf jeden Fall. Und zwar an seinem Gesicht. Öl und Staub verschmiert. Und müde sieht er aus. So, deswegen hauen wir jetzt ab, komm Paul. Ja, Feierabend. Moin. Na, was machst du da gerade? Ziehst du Urmel Schuhe an? Ja, damit sich keine Spreißel eintritt. Oder Socken. Socken auf die Schuhe. Urmel braucht auf jeden Fall weiße Tennissocken, glaube ich, oder? Und damit dann durch Alaska. Ach krass, guck mal, hier ist noch richtig was passiert. Hansen hat quasi Socken, mit Socken meinte ich eben das Profil. Hansen hat schon mal das Profil aufgezogen. Ich weiß nicht wie, gestern geschafft, in dieser Werkstatt mir eine Blase zu laufen. Also anscheinend ist auf dieser 5x5 Meter Werkstatt gestern so viel passiert, dass ich wahrscheinlich Kilometer weit gelaufen bin. Letzten Stangen, die reingesteckt werden.
Was man hier sieht, sind die Streben, die die einzelnen Tri-Wheel-Schuhe miteinander verbinden. Und die können hier in der Mitte verklemmt werden, so. Und wenn die verklemmt sind, dann sind die quasi arretiert und können sich nicht mehr bewegen. Und so kann man die Klemme aufmachen, sie verstellen, so zum Beispiel, dann wieder arretieren und dann ist es in der Position. Oder in einer anderen Position, so, wieder arretieren und dann ist es wieder fest. Und jetzt zeigen wir euch noch einmal, wie das Ding am Gefährt aussieht und wie es aussieht, wenn es sich dreht. Boah, Alter, sieht das geil aus. Ja. So, und jetzt, Hammer. Wenn man jetzt zum Beispiel ein etwas unwegsameres Gelände hat, also ich zum Beispiel wäre jetzt genau. Ein unwegsames Gelände, dann würde man das Ding so rumdrehen, um auf mich raufklettern zu können. Genau, so. Oder wenn man extrem unwegsames Gelände hat und wirklich irgendwo oben drauf greifen will, ist dann der Klettermodus dann so rum. Dann greift man wirklich auf etwas oben drauf. Ich demonstriere das mal eben hier mit meinem Knie. So. So. So, Leute. Das war's aus der Höppner Werkstatt für diese Woche. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis hier geschaut habt. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet nächste Woche Mittwoch wieder ein. Und damit ihr das nicht verpasst, am besten gleich hier unten auch noch subscriben. Genau, und dazu noch die Benachrichtigung aktivieren, dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn es ein neues Video gibt. Als kleiner Vorgeschmack, nächste Woche werden wir ein bisschen Messer machen. Achtung, in Deckung gehen. Moin, moin. Moin, moin, liebe Leute. Heute wollen wir euch mal einen weiteren Fortschritt an unserem pedalbetriebenen Amphibienfahrzeug zeigen, mit dem wir quer durch Alaska fahren wollen. Die meisten von euch wissen das schon. Wir hatten ja letzte Woche angekündigt, dass wir jetzt bald anfangen, die zweite Hälfte unseres Amphibienfahrzeugs zu konstruieren. Die sind symmetrisch, also vorne und hinten quasi genau gleich in der Mitte gespiegelt. Und die sind an der Knicklenkung, wie sie ja. Auch bei einem Bulldozer ist, miteinander verbunden. Von uns wird sie Knielenkung, also wie das Kniegelenk beim Menschen genannt. Und wir zeigen euch jetzt mal ganz kurz, wie diese Knielenkung funktioniert. Mit genau. Unserer Vertikalsteuerung zusammen, die wir euch schon mal vorgestellt hatten. Das hier ist jetzt quasi die simulierte zweite Hälfte. Man sieht so die Ähnlichkeit, dass das Querrohr, wo die Schwingen dran sind. Das hier wäre das Querrohr hinten, wo dann eben auch die Schwingen in die andere Richtung dran sind. Und ganz provisorisch, das wird so natürlich nicht gemacht, haben wir jetzt diese beiden Hälften über die Lenkseile verbunden. Das sind diese Seile, die eben das eine Querrohr mit dem anderen Querrohr verbinden. Das hier ist die Vertikontalsteuerung, ihr kennt sie schon, zum Steuern der Höhe des Fahrwerks. Und ein paar Mal hatten wir es euch schon gezeigt, allerdings noch nie verbunden mit der zweiten Hälfte, jetzt eben auch zum Lenken nach links und nach rechts durch diese Kurbel. Ich kletter dann mal rein und zeige euch, wie das funktioniert. So langsam wird man schon etwas routinierter beim Einsteigen. Also nach wie vor eben, können wir euch auch noch mal ganz kurz zeigen, unsere altbewährte Vertikalsteuerung, mit der man eben die Höhe des Fahrwerks ganz leicht steuern kann, die seitliche Lage ganz leicht steuern kann. Also man kann auch umgreifen, zum Beispiel so von oben, um noch weiter höher zu drücken oder nach unten, um sich weiter unten zu ziehen. So, das ist die Vertikalsteuerung. Und jetzt ganz neu, wenn ich diese Kurbeln hier beide parallel nach links und nach rechts drehe, bewegt sich eben der zweite Teil hier. So sieht man zum Beispiel, lenke ich nach rechts und so über die Knielenkung oder Knicklenkung in der Mitte und so würde ich eben nach links lenken. It's a kind of magic. Man hat, natürlich ist es wichtig, dass man mit einer Knicklenkung eine bestimmte Kraft aufbringt, weil das Knicken des Fahrzeugs natürlich auch eine gewisse Reibung auf dem Boden verursacht, dadurch, dass die Räder rollen müssen und das Fahrzeug natürlich an sich bewegt wird. Im Gegensatz zur normalen Lenkung drehen sich eben nicht nur die Reifen, sondern bewegt sich das ganze Fahrzeug. Das ist aber in unserem Fall sehr leicht aufzubringen, diese Kraft, weil wir einen großen Hebel hier unten haben, der die Schwingen miteinander verbindet. Relativ weit außen verbindet das Lenkseil eben die beiden Schwingen. Und hier oben einmal über diese Kurbel auch nochmal eine 6:1 Untersetzung. Das heißt, die Kraft, die ich an der Kurbel anbringe, die wird hier unten an dieser kleinen Seilwinde, womit das Seil aufgewickelt wird, nochmal versechsfacht. Wir haben auf jeden Fall genug Kraft, um das gesamte Fahrzeug im Schlamm stecken zu knicken. Unser Fahrzeug kannst du also knicken, ja?
Und warum das Ganze Knielenkung heißt, das erklärt euch jetzt Hansen. Wir nennen das Ganze Knielenkung, weil es tatsächlich vom menschlichen Knie abgeschaut ist. Das ist ja auch ein Gelenk, was in eine Richtung flexibel ist und die meisten anderen Richtungen eigentlich relativ steif und eben keinen Bolzen, keinen schweren, fetten Knochen in der Mitte hat, der das Ding so zusammenhält und dann sich so dreht, sondern das ist im Grunde sind das zwei solche Teile, die so übereinander rollen. Genau das haben wir hier eben auch. Und was die roten Seile hier sind, das sind nichts anderes als die Kreuzbänder im Knie, die das Knie eben zusammenhalten. Und das Ganze ist eben so stabil, bietet aber trotzdem eine gewisse Flexibilität, sodass wir Schläge und härtere Belastungen quasi aus dem Rahmen ganz einfach rausnehmen können. Es ist außerdem sehr reibungsarm, man braucht kein Fett, keine Schmiermittel. Das Seil ist weiterhin wie immer das Dyneema-Seil, was eben hier eins von diesen Seilen 2,4 Tonnen hält. Sind insgesamt vier Seile, also haben wir knapp 10 Tonnen Zugmöglichkeit hier drauf. Müsste reichen, glaube ich. Außerdem gibt es noch News, die uns persönlich richtig, richtig gefreut haben und euch hoffentlich auch. Wir haben den Julius Award gewonnen. Das ist ein Award für YouTube-Kanäle in verschiedenen Kategorien, für kleinere YouTube-Kanäle vor allem. Und wir haben die Kategorie Vlog gewonnen. Gewonnen hat in der Kategorie Vlog den Julius Award 2020 Höbner und Höbner. Das bedeutet für uns natürlich unfassbar viel. Also erstens mal vielen, vielen tausend Dank an die Leute, die diesen Award organisieren, die sich all diese Mühe machen, sich auch um die jüngeren, noch wachsenden, noch nicht so prominenten Kanäle zu kümmern. Und so wie unseren. Genau, die Mühe zu machen, auch Feedback zu geben. Da haben wir wirklich sehr wertvolles Feedback bekommen. Und diese Entscheidung von der Jury des Julius Awards bedeutet für uns auf jeden Fall, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Außerdem haben wir uns was überlegt, was euch interessieren könnte, wenn ihr gerne eure Wohnung, euren Arbeitsplatz, wie auch immer, mit ein bisschen Kunst versehen wollt. Oder besser gesagt mit Urmel-Konstruktionszeichnungen. Genau, wir haben uns ja hier vor kurzem bei der Renovierung unserer Werkstatt eine schwarze Kreidetafel aufgehängt und anstatt das jetzt auf der schwarzen Wand zu malen immer und es wegzuwischen, werden wir es in Zukunft aus schwarzer, dunkler Pappe malen. Diese Zeichnungen, die übrigens bei den meisten von euch auch schon sehr gut angekommen sind auf Facebook und auf Instagram, die versteigern wir dann jede Woche. Man kann sich also quasi die Original-Urmel-Konstruktionszeichnung von irgendwelchen Bauteilen, von den meisten wurde es als Hieroglyphen interpretiert oder als irgendwelche, man kann da Sachen drin sehen. Kennt ihr noch dieses Spiel mit Wo ist die Maus? Kennst du es noch? Ja, wo man dann, genau, wo man dann so einem wirren Ding finden musste, wo die Maus ist. Genau. So ungefähr ist das. Wo ist das Urmel? Wo ist das Urmel? Genau. Das könnt ihr jede Woche bzw. immer dann, wenn wir wieder eins fertig haben und abgeschlossen haben, bei uns ersteigern. Dann wollen wir uns noch bei euch bedanken. Vielen, 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 vielen tausend Dank für eure großzügigen Spenden auf Patreon. Wir haben hier schon mittlerweile $200 im Monat, die wir reinkriegen über die Patreon, wie heißen die Patrons sozusagen. Ja. Ne? Und das ist auf jeden Fall für uns natürlich eine der wertvollsten Unterstützungen, wenn sie regelmäßig ist und wir damit quasi jeden Monat wieder rechnen können. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Wir haben uns jetzt fest vorgenommen, am Ende von jedem Vlog alle unsere Spender, die uns auf patreon.com unterstützen, patreon.com/Höppners ist übrigens unsere Seite da, am Ende von jedem unserem Vlog zu nennen und aufzulisten, weil das für uns einfach der größte Support ist. Wenn ihr uns da auch unterstützen wollt, hier haben wir euch den Link dazu eingeblendet. Es gibt leider noch einen kleinen Dämpfer, den wir euch mitteilen müssen. Nämlich, wir werden ab sofort nur noch alle 2 Wochen einen Vlog machen. Nicht für immer, sondern nur für die Zeit, bis wir endlich in Norwegen sind. Das soll Anfang April sein. Und zwar, weil wir bis dahin noch so viel zu tun haben und das Fahrzeug so weit bringen müssen, dass wir die Testfahrten machen können, dass wir einfach nicht wöchentlich darüber berichten können, weil es zeitlich nicht reicht. Die Testfahrten sollen eben Anfang April in Norwegen stattfinden. Das ist momentan unsere Priorität. Zwischendrin werden wir dann natürlich statt dem Vlog immer mal wieder Fotos auf Instagram und auf Facebook posten, sodass ihr zumindest grob seht, was gerade abgeht. Genau. Aber ein Video auf YouTube gibt es eben jetzt erstmal bis Anfang April nur alle 2 Wochen. Genau. Wenn wir dann in Norwegen selber sind, gibt es natürlich ein richtig schönes Update dazu. Da gibt es dann wahrscheinlich fast täglich Updates. So, das war's wieder von uns für diese Woche. Wie immer könnt ihr uns einmal abonnieren, wenn euch gefällt, was ihr seht oder ihr das weiterverfolgt. Also gesagt, unseren Kanal abonnieren. Genau, unseren Kanal, nicht uns. Hier oben rechts gibt es eine Support-Seite, die wir euch hier einblenden. Da könnt ihr uns finanziell oder auch auf andere Art unterstützen. Ist da alles aufgeschrieben. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche Mittwoch wieder einschaltet. Nee, Entschuldigung, nicht nächste Woche, übernächste Mittwoch, weil nächste Woche fällt ja aus, wie gesagt. Gab es sonst noch was zu sagen? Nee, außer okay. Tschüss, glaube ich, nichts mehr. Ja, tschüss. Gut, bis dahin. Bis dann, ciao.
Morgen. Moin, moin. So, letzte Woche ist der Vlog hier ausgefallen. Sorry dafür. Dicke Sorry dafür. Wir hatten einfach zu viel zu tun. Ja, was ja auch ein gutes Zeichen ist. Das heißt, es geht weiter. Und diese Woche haben wir richtig, richtig geile News. Also für uns zumindest ein extrem besonderer Moment in diesem Projekt. Wir haben es nämlich zum ersten Mal geschafft, Urmel zum Fahren zu bringen. Ja. Und zwar so, dass wir drin sitzen, in die Pedale treten können und dann quasi durch die Halle rollen können. Und das wollen wir euch jetzt gleich mal zeigen. Also quasi das Fahrwerk mit dieser Vertikalsteuerung, was an sich ja schon abgefahren war, was wir bisher immer nur im Stehen testen konnten, zum ersten Mal rollend. Hm. Man sieht es hier hinter uns. Urmel natürlich, ne, was ihr ja schon kennt. Momentan noch aufgebockt, weil wir den Antrieb gerade installiert haben. Das sind die Reifen, die wir momentan dran haben. Die anderen haben wir gerade abgemacht, weil die noch nicht fertig sind. Das heißt, zum Testen jetzt erstmal die alten Fatbike-Reifen drauf. Das sind die Reifen, die später drauf kommen werden. Und was ist das für ein komisches Gestell da hinten drunter, Hansen? Das ist das, womit wir durch Alaska fahren wollen, natürlich. Nein, natürlich nicht. Das Ding hier ist jetzt einfach nur die Simulation der zweiten Hälfte vom Fahrzeug. Ist quasi hier unter unserer Lenkung aufgehängt, soll eben simulieren, dass es in alle Richtungen beweglich ist, was ja auch der zweite Teil sein wird. Und das gibt uns somit die Möglichkeit, die erste Hälfte zu testen, ohne die zweite Hälfte gebaut zu haben. Also beweglich in alle Richtungen, Vertikalsteuerung. Jetzt bringen wir es mal raus und fahren damit eine Runde. Der Radstand momentan ist natürlich viel zu groß, der halbiert sich letztendlich aber noch, weil dieses Rad oder unsere anderen Räder letztendlich hier sitzen werden, und weil dieser Abstand der gleiche ist wie bis zur Mitte, haben wir letztendlich den halben Radstand, wenn es kalt ist. Klingt logisch, ist aber so. Gut, ich darf den Piloten spielen heute. Ich setze mich mal rein und fahr los. Jetzt ist zum ersten Mal heute tatsächlich noch ein anderes Bauteil verbaut. Das heißt, es ist auch für uns noch ein bisschen spannend, ob es jetzt so funktioniert, wie wir es uns vorstellen. Wir haben nämlich die Klemmbacken zu Klemmrollen gemacht. Das ist aber ihr wisst natürlich sofort, was die Klemmbacken sind. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr witzig aus, muss ich sagen. Ernsthaft? Es geht so leicht, das glaubst du gar nicht. Es ist wie auf dem Fahrradfahren gerade. Ich brauch gar keinen Kampf dafür. Es rollt sogar richtig aus. Und das Schöne an dem Ding ist, dadurch, dass man links und rechts unterschiedlich die Gänge einstellen kann, wenn und dann wieder vorwärts. Oh shit, Schaltseil ist da runtergefallen. Das passiert momentan manchmal, dass das Schaltseil runterfällt, ist aber kein Problem. Da haben wir einfach die Rillen in den Schaltrollen etwas zu gering eingefräst. Hier unten.
gibt sicher noch einiges, was wir optimieren müssen an dem Ding, aber ja, der Antrieb funktioniert. Die Seile vom Antrieb fallen momentan noch immer runter, aber das ist wirklich so ein minimales technisches Ding. Das ist absolut sowas von easy. Das hat schon mal jemand geschafft auf dieser Welt, ja, ein Seil so zu bauen, dass es nicht von der Rolle fällt. Genau, also das ist absolut gar kein Problem. Da haben wir einfach ein paar Winkel falsch gemacht, ein paar Kerben zu wenig tief eingefräst. Die Seile haben zum Teil Knoten an Stellen, wo keine Knoten sein sollten. Die Umlenkrollen schleifen an den Gabeln. Wenn das alles präzise ist, dann läuft das Ding. Und Paul, wie war die Reibung? Also das war ja unser größtes Problem bisher an diesem Antrieb, dass man beim Reintreten, dass nur ein Bruchteil der Kraft unten wirklich ankam. Und wir haben jetzt dadurch, dass wir eben, wie Hansen vorhin schon so technisch gesagt hat, statt Klemmbacken in den Freilaufkupplungen, Klemmrollen verwenden, also so runde kleine Klemmröllchen, sehr viel weniger Reibung und ja, also was heißt sehr viel weniger? Es ist eigentlich, fühlt sich fast an wie auf dem Fahrrad zu fahren, von der Kraft her. Und natürlich wiegt das Ding mehr. Natürlich hat dieses komische Tripod-Ding da hinten dran richtig viel Reibung, weil da kleine Rollen sind. Gut, also wieder zurück in die Werkstatt. So, das war's wieder für diese Woche. Wie immer gibt's noch ein paar Hinweise von uns am Ende unseres Vlogs. Und zwar ist dieses Wochenende am Samstag ja unser Open Workshop. Open Workshop heißt, wir werden euch hier nachmittags bei Chaos in Oberschöneweide empfangen. Dann gibt es ein bisschen Kaffee und Kuchen. Wir erzählen euch von unseren Projekten. Dann werden wir euch den aktuellen Stand von Ohmel vorstellen. Also dann könnt ihr euch das mal anschauen, live anschauen, auch mal sehen, ja, wie wir damit rumfahren. Und dann zeigen wir euch unsere Werkstatt, genau, zeigen euch Chaos und machen noch einen kleinen Workshop mit euch. Ein Kreativworkshop an unserem Gefährt selber, wo ihr euch mal so ein bisschen austoben könnt und überlegen könnt, was man daran noch alles verbessern und optimieren könnte. Mhm. Und zwar ganz bewusst ohne technischen Hintergrund. Und jetzt fährt gerade die Fahrschweinkamera im Hintergrund, merke ich gerade. Ja. Nächstes Thema. Es gibt die Schweinchenkamera, die war jetzt ein paar Tage offline, die ist jetzt wieder online. Mal kurz fahren. Genau. Das funktioniert im Grunde genommen so, dass ihr einfach auf unsere Website geht. Auf hoepner-hoepner.de/live. L-I-V-E. Dann kommt ihr auf diese Seite und da könnt ihr dann live in unsere Werkstatt gucken. Und dann kann man da das Schweinchen fahren lassen. Tada. Und das Gleiche sieht man natürlich hier auf der Kamera. Jetzt kann man nämlich über die Livecam direkt in die Werkstatt schauen. Jetzt müsstet ihr die nächste Runde zahlen, um wieder zuzuschauen. Genau. So könnt ihr uns übrigens unterstützen. Das heißt, für jede Runde kostet das 1 €, kauft uns einen Kaffee, kauft uns ein Brötchen, genau, damit unser Projekt weitergeht. Genau. Wir wollen euch auch weiterhin darauf hinweisen, dass ihr unseren Kanal abonnieren könnt. Hier, genau, unten rechts könnt ihr das machen. Ja. Und ihr könnt uns auch auf andere Art und Weise finanziell unterstützen, wenn ihr hier oben rechts dem Link folgt. Das ist sowohl die Schweinchenkamera verlinkt, als auch eine Support-Website, wo man unsere Projekte direkt unterstützen kann. Genau. So, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ja. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Nächste Woche ist versprochen. Dann. Mittwoch gibt es den nächsten Vlog. Tschüss. Ja. Ciao. So, moin moin, willkommen zurück in der Höppner Werkstatt. Moin. Wir waren diese Woche wieder sehr, sehr fleißig. Wir haben dieses Mal das erste Mal die Schwimmkörper unterm Gefährt. Das ist quasi das, was wir euch diese Woche zeigen wollen. Es soll ja ein Amphibienfahrzeug sein, was bedeutet, dass es sowohl auf dem Land als auch auf dem Wasser fahren kann. Und für Wasser brauchen wir natürlich Auftrieb im Wasser. Und diese orangenen großen Schwimmkörper sind euch vielleicht schon aufgefallen. Das sind im Grunde genommen aufblasbare Schwimmpontons, die wir speziell gefertigt haben für dieses Gefährt. Die sind aus einer Art Hyperlon-PVC-Plane gemacht, sehr, sehr widerstandsfähig, dienen außerdem auf dem Schnee dann auch als Auflagefläche wie so ein aufblasbares Luftkissen. Und im Wasser kann man das auch noch hier draußen dran montieren, an die Tri-Wheels, sodass man eine größere seitliche Stabilität hat und eben auch, wenn man ein bisschen Wellengang ist, nicht gleich umkippt. Und jetzt zeigt uns mal Paul noch, was unsere Vertikalsteuerung so alles drauf hat. Wir hatten ja das letzte Mal euch schon gezeigt, dass wir sie montiert hatten, aber wie sie funktioniert, hatten wir euch noch nicht gezeigt. Natürlich fehlt hier jetzt noch die zweite Hälfte vom Gefährt, die haben wir nach wie vor nicht fertig gemacht. Um die Knicklenkung zu demonstrieren, müssten natürlich beide Seiten fertig sein, aber was wir euch zeigen können, ist die Vertikalsteuerung, also wie wir mit diesen Hebeln quasi die Höhe des Fahrwerks einstellen können von Ohmel. Das brauchen wir, um zum Beispiel über Gegenstände drüber zu klettern. Wenn ich hier an diesen beiden Hebeln ziehe, so, dann verringere ich die Höhe des Fahrzeugs. Da kann ich eben auf Seite stellen, so zum Beispiel. Und wenn ich die Hebel nach vorne drücke, kann ich mich gerade ziehen und nach oben drücken. Also nach unten zum Beispiel und nach oben. Und das Ganze geht wirklich super leicht und sehr weich, wie man sieht. Wenn ihr euch das alte Video mal anguckt,
was ihr übrigens hier oben sehen könnt, dann werdet ihr sehen, dass wir uns beim Fahren über das alte Schrottauto von Hansen den Arsch abgekurbelt haben, um drüber zu kommen. Jetzt ist das Ganze dadurch, dass wir hier mit den Expander-Seilen das Gewicht des Fahrzeugs neutralisiert haben, mit einer einfachen Bewegung nach vorne und nach hinten möglich. Ich zeige es nochmal eben kurz. Also wenn ich nach unten will mit dem Fahrzeug, ziehe ich hier dran, dann setze ich mit den Schwimmkörpern auf, deswegen geht es nicht höher. Und wenn ich wieder nach oben will, ziehe ich die Bremse und drücke einfach und komme mit dem Fahrzeug nach oben. So kann man sich natürlich auch nach links und rechts neigen, um zum Beispiel über hohe Gegenstände drüber zu kommen. Und dann wieder zurück. So, das war's wieder aus der Höppner Werkstatt. Kurz und knapp, wie immer. Genau. Aber es ist noch nicht alles, was es diese Woche von uns zu sehen gibt. Und zwar für die Leute, die in Kufstein wohnen. Ihr könnt uns am Samstag live an der FH Kufstein sehen. Das ist in Österreich. Bei einem TEDx-Talk. Das Thema wird sein, warum man wie ein Abenteurer denken sollte. Es ist eine riesengroße Ehre für uns, dass wir da vortragen dürfen. Also schaut es euch vielleicht auch, wenn ihr nicht da seid, im Nachhinein an. Außerdem gibt es natürlich wie immer die Möglichkeit, dieses Projekt vorwärts zu treiben. Wir sind immer so ein bisschen am Rödeln, was die Finanzierung angeht. Also wenn ihr dieses Projekt unterstützen wollt, könnt ihr hier einfach was reinschmeißen. Nee, am besten einfach hier oben links gibt es eine Möglichkeit, einfach dem Link folgen, uns zu unterstützen. Unterstützen könnt ihr uns natürlich auch, wie immer, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Dann einfach hier unten links auf den Abo-Button klicken und nicht vergessen, die Benachrichtigung zu aktivieren. Dann kriegt ihr auch mit, wenn das nächste Video hochgeladen wird. Was wir euch versprochen haben, halten wir. Ja. Wenn wir die 3000 Follower erreicht haben, singen wir euch ein selbstgeschriebenes Lied. Es fehlen jetzt nur noch 150 Follower, Leute. Es könnte nächste Woche sein. Haltet euch ran. Vielleicht nicht besonders musikalisch hochwertig, aber unterhaltsam. Genau, das garantieren wir euch. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Ciao. Als ob wir es dafür gebaut hätten, ne? Ja. Unser pedalbetriebenes Amphibienfahrzeug zum ersten Mal draußen. Hier sieht man jetzt natürlich nur eine Hälfte von dem Fahrzeug. Die andere Hälfte wird gespiegelt quasi genau hinten dran gemacht. Hiermit kann man aber die Mechanik schon super testen. Man sieht, wir haben nicht wie bei einem Fahrrad eine Kreisbewegung in den Pedalen, sondern eine Hin- und Herbewegung, die dann eben über unsere Freilaufkupplung einen kontinuierlichen Vorschub erzeugt, um das Fahrzeug vorwärts zu bringen. Und natürlich braucht ein Fahrzeug auch ein Differential, um zum Beispiel Kurven fahren zu können. Bremsen haben wir daran jetzt auch verbaut, das heißt, wenn man auf der rechten Seite bremst, wie man hier das auf diesem Bild jetzt sieht, dann fährt es wegen dem Differential eben eine Kurve nach rechts. Letztendlich wird aber natürlich diese Lenkung über eine ganz normale Lenkung passieren und nicht über Bremsen, weil es zu viel Energie verschwendet. Das Differential sieht man hier jetzt gleich mal arbeiten, wie sich die kleinen Rollen hin und her drehen. Das ist unsere Freilaufkupplung, der Antrieb, der eine Hin- und Herbewegung der Pedale in eine kontinuierliche Vorwärtsbewegung an den Rädern umwandelt. Und was man leider aussieht, ist, dass die Konstruktion, die wir ja hinten drunter haben, nicht so wirklich perfekt ist. Die ist für Kopfsteinpflaster und kleinere Schlaglöcher überhaupt nicht geeignet. Sie ist direkt hängen geblieben. Das ist jetzt natürlich nur für die Simulation der zweiten Hälfte an dem Gefährt. Hier sieht man mal, wie die Bremsen funktionieren, über die man eben auch lenken kann und besser manövrieren kann. Die beiden Bremshebel sind sowohl links als auch rechts, das heißt zwei Bremsen pro Hand, die hier mit der Steuerung und der Lenkung kombiniert sind. Zwei Bremsen deswegen, weil man eben sowohl die Höhe des Fahrzeugs über die Bremsen kontrollieren kann, als auch ganz normal die Reifen bremsen kann, allerdings links und rechts getrennt, um im Gelände eben besser manövrieren zu können. So, wir hoffen, dieser kleine Ausflug mit Urmel an der frischen Luft hat euch gefallen und die Drohnenaufnahmen. Davon wird es auf jeden Fall in unserem Vlog natürlich in nächster Zeit mehr geben, weil wenn man so ein Ding mal hat, dann will man es auch nutzen. Und ich kann euch sagen, das macht richtig, richtig Bock, mit dem Ding zu filmen und zu fliegen. Und es macht richtig Bock, mit Urmel durch die Gegend zu fahren. Ihr habt gesehen, es ist ein paar Stellen, da hakt es, vor allem an dieser provisorischen zweiten Hälfte, muss man leider sagen, die nur diese Stahl-Dreieckskonstruktion darunter ist. Das ist so ein absoluter Krampf. Ich freue mich so darauf, wenn die zweite Hälfte fertig sein wird, weil dann liegen nicht mehr 80% des momentanen Gewichts des Fahrzeugs auf einer beschissenen Hartplastik-Drei-Rollen-Konstruktion, die auf Kopfsteinpflaster einfach mal hängen bleibt, sondern dann hat man wirklich mal einen realistischen Test. Und das wird unser allernächstes Ziel sein, so schnell wie möglich die zweite Hälfte so fertig zu machen, dass Räder dran sind und wir wirklich Testfahrten machen können, die mit einer realistischen Reibung und dem gesamten Fahrwerk gemacht werden können. Als nächstes Ziel ist auch noch was, wobei ihr uns wirklich unterstützen könnt. Und zwar ist das
die Testfahrt in Norwegen. Ende März wollen wir spätestens in Norwegen sein. Da sind die Temperaturen in bestimmten Gebieten noch so tief, dass wir tatsächlich noch minus 15 Grad haben und eben auch unsere Expeditionsausrüstung und das Gefährt bei diesen extremen Witterungsbedingungen testen können. Und dafür brauchen wir noch einen Sponsor oder mehrere Sponsoren, die uns unterstützen mit Overalls, Handschuhen, Mützen, Schuhe, alles. Brille, alles Mögliche, was man eben auf so einer Expedition braucht. Und das muss für solche extremen Bedingungen natürlich tauglich sein. Wenn ihr also jemanden kennt, der entweder solche Expeditionsausrüstung vertreibt oder sie vielleicht sogar herstellt in der entsprechenden Qualität, dann meldet euch bitte bei uns oder schickt uns eine E-Mail an mail@hoepner-hoepner.de oder einfach einen Kommentar. Genau. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Das brauchen wir unbedingt, bevor wir nach Norwegen und natürlich anschließend damit auch nach Alaska gehen. Eine weitere Möglichkeit, wie immer, wie ihr uns unterstützen könnt, ist hier unten den Subscribe-Button klicken. Das erhöht unsere Abonnentenzahl und hilft uns natürlich auch, unsere Reichweite zu erhöhen. Und der dritte Punkt, auch wie immer, ihr könnt uns finanziell unterstützen, indem ihr hier oben rechts auf die Support-Seite geht. Da gibt es eine Spendenmöglichkeit und auch eine ganz lustige Möglichkeit, uns über das sogenannte Fahrschwein zu unterstützen. Da könnt ihr live in unsere Werkstatt gucken, wenn wir in der Werkstatt sind. Das war's wieder für diese Woche von uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Bis dann. Hansen ist gerade in der Leitung auf der anderen Seite und es ist extrem spannend gerade, weil wir haben quasi in 3D 1:1 exakt das Modell gebaut jetzt, wie Urmel letztendlich aussehen wird. Und zwar mit Standardbauteilen, mit Standardmaschinenbauprofilen, könnte man sagen, zum größten Teil. Also kaum Spezialanfertigung. Wirklich extrem viel Brain da drin, muss ich sagen. Ich habe selber Probleme, das alles nachzuvollziehen, aber letztendlich der letzte Schritt, bevor es tatsächlich in die Produktion geht. Und Hanses stellt uns das jetzt mal vor. Genau, also eine Korrektur dazu muss ich gleich mal sagen, das ist wieder Prototyp später aussehen wird. Das echte Urmel wird natürlich durch viele, viele kleine Veränderungen noch anders aussehen. Hier oben ist die Antriebsachse, die aus Urmel aus dem Rahmen rausgeht. Hier ist ein Anschweißstutzen, der gelagert ist von so einem Iglidur-Lager von Igus. Ich entferne jetzt einfach mal immer alle Teile, die wir besprochen hatten, dann wird es übersichtlicher. Der Stutzen hier ist an der Schwinge festgeschweißt. In der Schwinge selber läuft dann eine Kette auf Ritzel. Oben ein 13-Zähne-Ritzel, unten ein 26-Zähne-Ritzel. Die Achsen sind von Samagaga gesponsert. Hier 25 mm Achsen mit Zahnradaufnahme. So, das kann dann komplett weg. Hier sind noch die Lager von der Achse in der Schwinge. Die in Lagerschalen, die auch an der Schwinge verschweißt sind, quasi gelagert werden. Hier unten ist dann das Lager, was die Antriebsachse am unteren Ende in der Schwinge lagert. Das können wir auch wegmachen. Dann haben wir hier einen Teil von Samagaga. Samagaga ist aus Taiwan ein Hersteller, der uns Bauteile gesponsert hat. Und zwar ohne groß nachzufragen. Von dem haben wir quasi Lenkachsen bekommen, Antriebsachsen und ein Differential. Das untere Ritzel hat dann, wie gesagt, 26 Zähne, was an diesem Teil hier festgemacht ist. An dem Teil ist auch das Lenklager dran. Das sind dann lauter einzelne Lager, die diesen Teil wiederum lagern. Das ist wieder so ein Iglidur-Lager von Igus, was auf dem Anschweißstutzen an der Radschwinge, die wir gerade eben schon hatten, drauf sitzt. Das ist so ein bisschen der verrückte Professor gerade. Also man muss nicht alle Fachbegriffe verstehen, die Hansen da verwendet. Ich verstehe sie auch nicht alle, aber ich kann nur so viel sagen, es macht extrem viel Sinn, was er redet. Hier sieht man dann, das ist nochmal ein Lager, die grünen Teile sind quasi alles Lager. Das Teil hier werden wir aus Aluminium, aus einem Rundstab Aluminium fräsen lassen von Igus. Das haben sie gemeint, können sie uns wahrscheinlich machen. Das ist quasi der Teil, der letzte Teil, der das Gewicht des Fahrzeuges trägt, ohne dass dabei die Antriebsachse auch das Gewicht des Fahrzeuges trägt. Das ist jetzt etwas schwierig vorzustellen. Ich glaube, Leute, die sich mit so einer Materie auskennen, werden verstehen, was ich meine. Das ist der Teil, der nachher lenken wird. Um es mal kurz darzustellen. Das Teil hier ist dann wiederum das Axle-Joint von Samagaga. Genau, das ist also quasi die Lenkung in der Antriebsachse. So, das ist der innere Teil von der Lenkung, der uns auch gefräst wird. Diese roten Teile sind wieder Lager von Igus. Die Teile hier sind quasi Schrauben. Ich habe eben mit Hansen hier gesessen und er hat mir das schon mal gezeigt. Ich muss jetzt sagen, dass mir auffällt, dass es auch etwas schwer nachzuvollziehen ist, wenn man nicht so wirklich drinsteckt. Aber wie gesagt, ist so in 3D, wie es letztendlich in Wirklichkeit gebaut wird. Genau. Also diese schwarzen Teile hier sind aus Hartplastik gedruckte Auflagen, wo dann quasi die Lager von Iglidur gerade drauf aufliegen können.
hier in diese Löcher werden dann die Achsen, die Lenkachsen verschraubt. Im Grunde genommen geht es von dem letzten Teil, was wir gesehen haben, jetzt weiter auf die Hauptachse. Von der Hauptachse werden quasi über drei Ritzel die Kraft übertragen an die drei Räder nach außen. Die Gabeln an sich, kannst du die kurz zeigen, Hansen, die Gabeln? Die Gabeln sind eben quasi gelagert auf dieser zentralen Achse, sodass wir über diese Seile die Position halten der Gabeln. Wir lagern quasi die Gabeln auf dieser zentralen Achse mit Gleitlagern. Und dadurch können die sich zwar leicht bewegen, aber der Vorteil ist, man muss sie nicht unglaublich schwer und stabil machen, weil sie dadurch flexibel werden und nicht brechen, sondern so ein bisschen hin und her rutschen können. Und das Einzige, was passieren kann, ist, dass das Seil theoretisch reißt irgendwann, also dieses Seil hier. Aber das Seil wiederum kann man natürlich sehr, sehr einfach ersetzen. Ja, das war's eigentlich, glaube ich. Also ja. Ja, cool. Also ich würde sagen, Applaus für Hansen. Tosender Applaus für Hansen. Ich sehe schon Standing Ovations. Wie wir ja schon angekündigt hatten, wollen wir bis Ende Januar, Mitte Februar einen Prototypen stehen haben, wo man zumindest mal kurz in die Pedale treten kann und gucken kann, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Und damit sind wir auch wirklich auf dem besten Weg, glaube ich. Sagst du noch kurz Tschüss, Hansen? Ja, tschüss.